Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich möchte euch heute mitnehmen, weil meine treueste Begleiterin Cassie, die wird heute operiert. Es ist eine ziemlich schwere Operation, die hat zwei Tumore am Bauch. Gleichzeitig muss sie auch sterilisiert werden, denn wenn die Operation Erfolg haben will, dann dürfen die Hormone nicht mehr weiter verrückt spielen. Ja, heute ist der Morgen. Tag X. Wir frühstücken jetzt erstmal. Ich frühstücke. Cassie muss heute fasten. Sie wartet schon, aber sie weiß natürlich nichts. Und ich muss mich bemühen, dass ich mir die Aufregung nicht anmerken lasse, weil Hunde spüren so etwas, ne? Cassie! Sie will mein Frühstück haben. Bevor wir zum Tierarzt fahren, gehen wir erstmal noch eine schöne große Hunderunde, weil ich denke, nach der OP ist das mit dem Gassi-Gehen erstmal nicht mehr. Und sie muss ja auch trotzdem ihr Geschäft verrichten. Ja. Also eigentlich ist sie ein sehr fitter Hund. Sie ist 9,5 Jahre alt und sehr mobil und sportlich. Die Tumore entdeckt habe ich, weil sie sich immer wieder auf den Rücken legt und sozusagen sagt zu mir, hey, kraul mein Bauch. Und bei dieser Gelegenheit habe ich dann entdeckt, dass dort zwei Dellen sind und habe mir erstmal nichts weiter dabei gedacht. Eine ist größer als die andere und ja, ich habe das erstmal beobachtet. Auf dieser Schreckdiagnose habe ich vor Schreck vergessen zu fragen, ob sie essen darf vor der Narkose oder nicht. Ich mache es jetzt so, wie es beim Menschen gehandhabt wird, dass ich sie nicht füttere heute und dann ist der Körper nicht ganz so belastet. Ich zeige euch mal, wo das ist. Und zwar seht ihr hier vielleicht schon die kleine Beule. Hier. Seht ihr? Jetzt sieht man sie so gut. Die ist unter der Haut. Also man sieht oberflächlich gar nichts. Und die ist auch beweglich. Also man kann sie hin und her bewegen. Und dann ist hier noch eine. Die sieht man fast gar nicht, weil die ist entweder tiefer oder kleiner. Hier oben. Und ja, die werden gleich rausgeschnitten. So, es geht los. Wir fahren jetzt los zum Tierarzt. Ich bin ganz schön aufgeregt. Ich muss gucken, dass ich es nicht auf Cassie übertrage. Sie soll natürlich ruhig bleiben. Bis jetzt ist sie es noch. So, ich habe sie jetzt abgegeben. Und zwar war es so, dass ich bin reingekommen, sie wurde gewogen, sie hat 33 Kilo. Dann hat sie eine Spritze bekommen, die sehr schmerzhaft war. Wir haben sie zu dritt festhalten müssen, aber es ging alles gut. Und ja, die wurde halt in den Muskel gegeben und daher war es so schmerzhaft für sie. Aber sie war hinterher bloß ganz kurz aufgeregt und hat sich dann aber schnell wieder beruhigt. Und dann sind wir in den OP-Raum, dort lag eine Decke, dort durfte sie sich hinlegen und dann hat es noch etwa so 10 Minuten gedauert, bis ich gesehen habe, sie sackt langsam zusammen, aber sie war ganz ruhig, ich habe sie gestreichelt, mit ihr geredet und dann hat sie geschlafen nach etwa 10 Minuten und dann kam der Tierarzt und hat noch eine Decke drüber gelegt, dass sie nicht auskühlt. Und in 2 Stunden darf ich sie abholen. Das Ganze kostet um die 700 Euro mit Medikamente und allem drum und dran. Und also es ist nicht nur der große Knoten, den ich gesehen habe und der kleine. Es sind einige andere Knötchen auch noch, sodass die gesamte Säugeleiste entfernt wird und sie gleichzeitig auch noch sterilisiert wird. Und es wurde gesagt, dass sie wahrscheinlich die nächsten 2 Tage, also auf jeden Fall heute noch durchschläft bis morgen und auch die nächsten Tage noch sehr müde ist
Und sie darf halt nicht wo liegen, wo Fliegen an die Wunde kommen und so weiter. Das heißt, dass ich sie im Haus behalte und mal gucken, wie sie morgen drauf ist, ob sie wenigstens schon mal pullern oder kackern kann. Ja, so weit, so gut. Also um eins hole ich sie wieder ab und dann werden wir weitersehen. Ja, jetzt liege ich hier in Werner und eigentlich hatte ich mir meinen Laptop mitgebracht und Arbeit. Aber irgendwie kann ich mich gar nicht so richtig konzentrieren. Aber ich stehe im Wald und genieße ein bisschen Ruhe. Jetzt packe ich alles ein und dann fahre ich meine Cassie abholen in hoffentlich halbwegs gutem Zustand. Ja, jetzt bin ich angekommen. Hier ist die Tierarztpraxis. Und jetzt gehe ich mal rein zu meiner Cassie. So, ich habe sie wieder mit ganz vielen Anweisungen. Sie liegt jetzt hinten in ihrem Bett. Und jetzt fahre ich erstmal nach Hause und dann gibt es weitere Infos. Ja, wir sind jetzt zu Hause. Sie schläft jetzt noch. Sie wird auch noch bis heute Abend schlafen. Ich zeige sie euch. Wichtig war, dass ich sie zudecken soll. Sie ist halt noch narkotisiert und schnarcht hier vor sich hin. Für morgen Abend habe ich Schmerztabletten. Also ab morgen Abend bekommt sie Schmerztabletten und Antibiotikum. Ja, das waren Mama-Tumore, die sie hatte. Und jetzt wurde ihre komplette Brust entfernt, so wie Brustkrebs bei Frauen. Und das kann man aber verhindern, indem man die Welpen, wenn man jetzt nicht züchten will oder so, dann kann man die frühzeitig sterilisieren und dann passiert das nicht. Jetzt musste sie im Alter sterilisiert werden und das ist bei manchen Hunden halt schwierig, wenn die dann nicht mehr so gesund sind und dann überstehen die wahrscheinlich die OP nicht so gut. Ich bin gespannt, wie es bei uns ist, wenn sie aufwacht, was passiert. Kurze Zwischenupdate, die OP war um 11, jetzt ist es 15 Uhr und sie schnarcht immer noch. Es ist jetzt fast 16 Uhr, sie bewegt sich immer des Öfteren jetzt und hat ziemlich schnell geatmet. Jetzt dachte ich, vielleicht ist es ihr zu warm, habe die Decke ein bisschen abgemacht und ab und an hat sie die Augen jetzt schon geöffnet. Die Tierärztin meinte, wenn sie wach wird in der Aufwachphase, kann es sein, dass sie jault. Das liegt nicht daran, dass sie Schmerzen hat, weil sie ja hochdosierte Schmerzmedikamente bekommen hat, sondern das ist einfach die Aufwachphase und eben war schon so ein kleines Fiepen zu hören. Also weiß ich nicht, ob sie jetzt langsam aufwacht. Es ist jetzt 16 Uhr, OP war um 11 Uhr. Und sie reagiert auch auf Geräusche jetzt schon. Cassie. Ja, ich glaube wirklich, sie wird jetzt langsam wach. Weil sie bewegt sich, sie wollte gerade aufstehen, hat sich dann aber wieder hingelegt. Also sie wird unruhiger. Immer legt sie ihren Arm hier hin, wenn sie aufspringt. Mach ich ihn wieder weg. Wieder auf den Arm gelegt. Jo. So, kannst du weiter schlafen, nicht?
Wieder auf den Arm gelegt. Alles gut, meine Süße. Fein. Sie wird jetzt immer wacher und versucht immer mehr aufzustehen. Da unten hat es noch nachgeblutet. Jetzt ist sie wieder eingeschlafen. Den Trichter hier habe ich hier schon zusammengebaut und hier schon hergestellt, dass wenn sie richtig wach ist, sie darf sich halt nicht lecken, sonst dauert die Heilung noch länger als ursprünglich. Immer wenn ich ihr die Decke rüberdecke, will sie aufstehen. Aber die Tierärztin hat gesagt, sie braucht eine Decke. Wenigstens eine kleine. Fällt sie mir hier noch halb aus dem Bett raus. Da unten sieht man die Wunde. Ai. Es ist jetzt 17.31 Uhr. Sie schläft immer noch, sie wacht immer mal wieder auf, will dann raus aus dem Bett und dann ziehe ich sie wieder zurück. Und dann lege ich die Kissen immer gerade dahin, wo der Kopf dann ist. Die Decke habe ich jetzt abgemacht, weil sie so hechelt. Ich weiß nicht, ob es von der Narkose ist oder weil es ihr warm ist. Ja. Jetzt ist sie aus ihrem Bett geklettert. Unterher gelaufen. Obwohl die Tierärztin gesagt hat, sie soll immer eine Decke drunter haben. Habe ich versucht, ist sie wieder weitergelaufen. Ob es ihr vielleicht zu warm ist mit Decke. Hier ist die Wunde zu sehen, die komplette Brustleiste wurde entfernt. Also von hinten bis vorne wurde jetzt dieser Verband reingenäht. So, jetzt ist sie einfach aufgestanden und in ihr Sicherheitsterrain hier gegangen. Und zwar in unserem Wohnzimmer. Hat sie sich hier hingelegt, aber das ist noch nicht ihre Ecke. Eigentlich legt sie sich immer hier vor dem Schrank hin oder im Flur vor dem Katzenklo. Da habe ich jetzt schon eine Decke hingelegt. Falls sie dahin geht, da geht sie immer hin, wenn Gewitter ist und wenn sie Angst hat. So, jetzt mal wieder ein kleines Zwischenupdate von uns. Cassie ist irgendwann aufgestanden und ist Richtung ihrem Angstplatz gewandert. Und hier liegt sie jetzt immer noch auf dem Weg dahin. Ich habe jetzt den Weg schon mit Decken ausgepolstert, weil sie ja eigentlich auf einer Decke liegen will. Aber, also sie lag schon auf der Decke, aber sie ist jetzt wieder daneben. Ich glaube einfach, das ist ihr warm genug. Und sie schläft immer noch. Ja, ich bin am Überlegen, mache ich ihr den Trichter schon über Nacht um, weil jetzt schläft sie ja eigentlich. Ich werde aber nachts nicht wach. Ich habe einen unheimlich guten Schlaf. Und sie soll nicht lecken an ihrer Wunde. Ich weiß jetzt auch nicht so recht, was ich machen soll. So. Oh je, die Decken sind hier leer. Wo ist sie hingegangen? Hallo, meine Süße. Liegst du hier an der Erde ohne Decke?
lassen? Na, komm mal mit. Na, komm mal mit. So, mal ein kurzes Feedback von mir. Also, ich finde, sie ist fitter, als ich gedacht habe, heute am zweiten Tag. Sie bewegt sich inzwischen, sie läuft, alles sehr vorsichtig und auch nur, wenn sie will und nicht, wenn ich will. Und sie guckt ein bisschen, als wäre sie im falschen Film. Sie wundert sich natürlich, was ist passiert, sie hat ja von nichts mitbekommen. Und sie frisst inzwischen aus der Hand und sie frisst auch das Katzenfutter, was lose daneben gelegen hat. Das darf sie sonst auch und das hat sie jetzt auch gefressen. So, jetzt am Nachmittag bewegt sie sich schon ein bisschen draußen und hier ist es sehr gut zu sehen. Der ganze Bauch aufgeschnitten. Sie will auch immer lecken, da muss man sehr aufpassen, sonst muss sie den Trichter tragen. Na komm, wir gehen Gassi. Also sie geht noch echt vorsichtig. Treppen und so geht noch nicht. Und sie fängt auch an zu lecken, sodass sie schon den Trichter tragen musste, als ich nicht da war. Na komm. Komm. Na komm. Ah, sie will Auto fahren. Aber wir gehen in den Garten. Sie war heute auch noch nicht pullern. Ich weiß nicht, ob sie nicht muss. Komm, wir gehen ein Stück aufs Feld. Heute Abend bekommt sie auch noch eine Schmerztablette und ihr Antibiotikum. Ich hoffe, dass es gut geht. Ich habe ihr noch nicht so viele Medikamente verabreichen müssen. Aber da sie so verfressen ist, hoffe ich, dass es klappt. Oh, jetzt geht die Stufe schon besser als heute Morgen. Hoffe nicht, dass jetzt irgendwas kommt, was sie jagen will. Sie pullert das erste Mal. Also ungefähr 28 Stunden nach der OP hat sie das erste Mal gepullert. Das Problem ist, sie macht nicht bei uns aufs Grundstück. Ich muss immer mit ihr rausgehen, dass sie pullert. Ich habe echt schlecht geschlafen. Cassie hat gestern Abend halt noch vor der Treppe gelegen, in ihren Decken eingekuschelt. Und jetzt will ich mal runtergehen und schauen, was sie jetzt macht, ob sie wach ist, ob sie immer noch so schläfrig ist. Ja, wo sie jetzt ist. Die zweite Nacht nach der OP ist vorbei. Mal schauen, wie sie mich heute erwartet. Na, hallo, guten Morgen. Sie muss jetzt immer den Trichter tragen, weil sie nämlich leckt, die Freche. Stimmt's? Oh je, sie scheint mir fast die Alte. Ich weiß aber nicht, ob das so gut ist. Hm? Freust dich, ne, dass ich aufstanden bin? Hm? Ja. Die Begrüßung heute, also zweite Nacht nach der OP, war wie immer, als wäre nie was gewesen. Ich will jetzt mal versuchen, mit ihr Gassi zu gehen. Sie gräbt ja auch so gerne nach Mäuse. Nein. Kann es sein, dass sie schon wieder so fit ist wie vorher? Das gibt's doch gar nicht. Ich wusste schon, dass ich einen fitten Hund habe, aber dass sie sich so schnell erholt und hier Mäuse graben will und losrennen will, das hatte ich nicht erwartet. Ich wollte mal kurz ein Feedback zur letzten Nacht abgeben. Ja, gestern Abend habe ich halt immer aufgepasst, dass sie nicht leckt und so. Und sie hat dann auch geschlafen. Und ich habe ihr trotzdem den Trichter umgemacht, weil ich auf Nummer sicher gehen wollte. Und so eine Stunde nach dem Zu-Bett-Gehen gab es dann hier Feuerwerk. Oder also es war weit entfernt, aber es war zu hören. Und da ist sie ja sehr, sehr empfindlich und
auch sehr ängstlich und dann wollte sie natürlich auf ihren Angstplatz unter die Treppe und da ist sie mit dem Trichter nicht runtergekommen. Und in ihrer Panik vor dem Knallen wollte sie die Treppe hoch, was natürlich wegen der Wunde noch nicht ging und ist dann aber irgendwie 3 Stufen hoch und abgerutscht und auf der Treppe lang gerutscht. Da war dann eine kleine Blutspur zu sehen und dann dachte ich, oje, oje, ich kann jetzt nicht die ganze Nacht aufbleiben. Hab den Trichter abgemacht, weil sie bis dahin ja noch gar nicht geleckt oder geknabbert hat. Und irgendwann in der Nacht habe ich dann eine WhatsApp bekommen, der hat geschrieben, sie knabbert. Ich bin dann sofort aufgestanden und habe die Misere gesehen. Also ich habe einen schlauen Hund, wenn keiner in der Nähe ist, nutzt sie die Gelegenheit und knabbert. Und ja, sie hat sich so unten unterhalb, wo sie gut rankommt, dass die Tupfer rausgeknabbert. Die Wunde ist aber noch zu, das hängt jetzt so ein bisschen lose dran rum. Ich mache jetzt da gar nichts weiter. Ich bin dann halt aufgestanden in der Nacht und habe ihr den Trichter umgelegt, ohne Gnade diesmal. Ja, und das ist jetzt meine Erfahrung. Hört nicht auf den Schlaf eurer Hunde. Sie sind schlau, sie warten nur, bis ihr ins Bett geht. Sie tat mir halt echt leid von Knall und so, konnte sie natürlich nicht in ihre Sicherheitsecken gehen. Und darum habe ich den abgemacht. Das war mein Fehler. Ich will euch mal kurz was zeigen. Schaut. Sie kapiert einfach nicht, warum sie in ihrem Bett liegen soll. Weil die an die Wunde sollen keine Ameisen und Fliegen etc. Jetzt hat sie heute Nacht in ihrer Panik schon das ganze Zeltstoff entfernt. Ich hoffe, dass es trotzdem so hält und sich nicht entzündet, aber ich vermute mal, dass wenn Luft drankommt, dass das trotzdem gut verheilt jetzt. Diese Nacht hat Cassie von Anfang an mit Trichter geschlafen. So konnte ich beruhigter schlafen, dass sie nicht knabbert. Und es hat alles gut geklappt. Das Einzige, was anders war, dass sie morgens viel, viel kuscheliger war und viel mehr Aufmerksamkeit brauchte als normalerweise. Und ja, jetzt sind wir hier schon auf unserer Welt zur Hunderunde. Sie ist schon wieder sehr aufmerksam den Umwelteinflüssen gegenüber und läuft hier spazieren. Ihr Geschäft hat sie noch nicht gemacht. Gestern auch nicht. Also gestern hat sie nur gepullert. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Wir beobachten das Ganze erstmal. Aber wir haben heute wunderschönes Wetter. Und ein bisschen Rennen geht auch schon. Ja, jetzt bekommt Cassie ihre tägliche Dosis Antibiotikum. Die Schmerztabletten isst sie so, da scheint die Pharmaindustrie für Tiere irgendwas reingemacht zu haben, was ihnen gut schmeckt, aber das Antibiotikum, das muss ich klein machen und ins Futter vermengen. Aber dann nimmt sie es gut. Sie ist ja jetzt nicht so der Feinschmecker. Hauptsache, es gibt Futter. Woche vergangen, also eine Woche nach der OP und ich schaue mir jetzt mal ihre Narbe an. Der Zeltstoff wurde am Mittwoch entfernt oder der Mullverband und die Tierärztin sagt, es ist jetzt nicht herausragend geheilt, aber es ist in Ordnung so.
Und Cassie geht's relativ gut, alles außer Springen und Rennen schafft sie schon. Sie ist bloß immer sauer, wenn sie ihren Trichter tragen muss. Guten Morgen. Heute ist der 8. Tag nach der OP. Also vor einer Woche und einem Tag wurde Cassie operiert. Und es geht ihr richtig gut. Sie ist fast gar nicht mehr beeinträchtigt. Das Einzige, was sie nicht kann, ist springen und rennen. Treppen laufen, es geht auch noch nicht. Aber es wird immer besser. Die Wunde verheilt ziemlich gut. Ich mache immer Salbe rauf. Das lässt sie sich auch alles gefallen, auch dass ich die Narbe berühre, obwohl es für mich, also ich bin jetzt aber Laie, noch ziemlich roh aussieht, als wenn da rohes Fleisch zu sehen ist. Aber ich mache ganz vorsichtig die Salbe rauf. Und das Einzige, was sie jetzt noch stört, ist, dass sie den Trichter tragen muss. Eigentlich wollte ich ihn gestern Abend schon ablassen, weil am Tage ist alles in Ordnung. Wenn wir in der Nähe sind, sie leckt nicht. Sie benimmt sich eigentlich wie immer. Und gestern Abend habe ich sie auch in der Nähe gehabt und dachte, ach, heute Abend brauchst du eigentlich den Trichter nicht mehr drauf machen. Sie leckt ja nicht. Sie leckt eigentlich nie. Und dann komme ich und wollte sie noch mal einsalben und sehe, dass die Oberschenkel nass sind. Und da dachte ich, aha, sie macht das so leise, dass ich es nicht höre. Und dann musste sie leider doch wieder den Trichter tragen. Und dann ist sie halt morgens immer sauer mit mir. Das merkt man daran, dass sie mich nicht freudig begrüßt, wenn ich aufstehe und runterkomme, sondern dass sie einfach liegen bleibt, Kinn auf dem Fußboden und sich nicht mal mit dem Schwanz freut oder also gar nichts. Und ja, dann gehe ich hin, begrüße sie freudig, mache den Trichter ab und dann ist alles wieder gut hinterher. Ja, am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag werde ich zum Fädenziehen gehen. Heute ist Samstag. Und vielleicht wollten wir nächste Woche wieder mit dem Van losfahren. Das heißt, sie muss natürlich auf ihren Sitz kommen und der ist ja ziemlich hoch auf dem Beifahrersitz. Also wenn sie es bis dahin schafft, dann fahren wir nächste Woche mit dem Van wieder los. So, heute gibt es mal wieder ein Update. Inzwischen ist die OP 10 Tage her. Morgen werden wir Fäden ziehen gehen. Und ja, so sieht die Narbe jetzt aus. Ich bin eigentlich recht zufrieden. Hier mache ich immer noch Beta-Isadonna-Salbe rauf und sie bekommt Arnika-Kügelchen. Ansonsten geht's ihr gut. Stimmt's, Cassie?